Okay, so. Was gibt's hier noch? Also die Shaders hier unten, muss ich zugeben, wirken sich nicht so eigentlich besonders aus. Ja, also an der Erdoberfläche, ja. Ja, das sind die Shaders einfach geil. Aber hier unten wirken die sich eigentlich nicht so, also dass man sagt, wow, schaut ihr das an und so. Die sind wirklich nur an der Erdoberfläche. An der Erdoberfläche? Hey Mann, komm erstmal zur Oberfläche. Was ist denn hier los? Wo muss ich überall noch hin? So. Das Schöne ist, bei Lava brauche ich keine Fackeln. So. Okay. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal hier mal wieder auf was Besonderes treffe. Zum Beispiel nette Kollegen, die sich einsam fühlen. Ja, die sagen, wo warst du? Wo warst du? Ja, und man einfach sagt, ich möchte mit dir eigentlich nichts zu tun haben, ey, Freundchen. Geh ein bisschen weg. Halte Abstand von mir. Ja, und wisst ihr, so manchmal, ihr geht in die Stadt und sagt, oh ja, hoffentlich treffe ich den und denjenigen nicht. Ja, seht ihr, hört ihr ihn? Ich spreche ja gerade von ihm und schon meldet er sich. Ja. Wenn man vom Teufel spricht, dann meldet sich der meistens auch. Ja, also, ich denke, jeder von euch kennt das, oder? Man geht in die Stadt und denkt man nur, oh, hoffentlich treffe ich den nicht. Und was passiert? Ja, ihr wisst, was passiert. Genau dem trefft ihr dann. So ungefähr gehe ich hier vor. Ja, ich will bestimmte Gesellschaften nicht treffen, aber obwohl, ich hatte mal einen Kollege, ja, also der zum Freund wurde, richtig, also was heißt zum Freund? Ja, aber der eigentlich schon eigentlich Freundschaft verband. Der hat gesagt, er zieht einfach in eine andere Stadt um, weil es ihm da, wo er also war, da hat er auch gearbeitet. Und er hat gesagt, ja, er trifft einfach zu viele Leute, die er nicht unbedingt treffen will. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so wie er frei war, frei in Anführungszeichen, keine. So, er müsste keine Alimente bezahlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, der könnte sich das natürlich leisten, ja. Der hat dann einfach gesagt, nee, ich ziehe einfach in eine andere Stadt, und weil hier ist einfach zu. Wenn ich in die Stadt gehe, treffe ich immer andauernd auf Leute. Ja, und deswegen ist er eigentlich dann in eine andere Stadt umgezogen. Damit er, wenn er rausgeht, nicht immer auf Leute trifft, die er nicht treffen will. Wie zum Beispiel Vorgesetzte. Also mich. Trotzdem hatten wir so eine Freundschaft und das war eigentlich okay. Fast wieder. Es wäre fast wieder geschehen. Ach nein. Warum passiert das? Okay, hier ist schon mal Lava. Vielleicht sollte ich dazu machen. Und so wie es aussieht, ist da jemand, der auf mich wartet. So. Ja, Primbing. Nochmal Primbing.
Ich frag mich nur, wer da auf mich wartet. Hallo? Okay. So. Nein. Oh, was? Ich habe es fast geahnt. Ich vertraue jetzt nichts mehr. Ich vertraue jetzt niemand mehr. Wie viel ich hier schon weggeschmissen habe hier in dieser Lava. Ja, ich weiß, ich hätte die einfach von Anfang an gleich zumachen sollen. Und dann wäre das meiste heil geblieben. Okay, Kohle. Eigentlich brauche ich ein bisschen Kohle. Ich brauche eigentlich ein bisschen Kohle. Und ein bisschen was zu essen. Und eine Spitzhacke. Und irgendwie sind die Kollegen hier gleich neben mir. So. Okay. Okay, okay, okay. Das wird gut. Das wird gut. Ich habe so im... Ich fühle es in einem bestimmten Bereich. Da fühle ich mich immer gut, wenn ich was... Wenn ich mich gut fühle, ja? Also, niemand weiß es, wo es ist. Besonders... Der ist doch... Der muss doch... Okay, dann halt nicht. Der muss doch hier sein. Ich höre ihn doch. Moment mal, erstmal Fackeln machen. Nein, nicht so viele. Gut. Na? Hört ihr ihn? Oh, da ist er also. Ja, ich sehe dich. Na, komm her. Komm her. Komm her. Wo bin ich? Oh. Seht ihr das? Was ist das für eine Riesenhölle? Boah, du erschreckst mich. Ich sag's dir. Noch mehr. Wo bin ich denn hier? Where I am. Lass mal kurz weg. Mal kurz weg. Und jetzt hier ein paar. Jetzt mache ich ein paar Fackel. Ach, oh ja. So. Und jetzt hinter mir. Psch, bumm. Ja, irgendwie bin ich. So. Okay. Oh. Ach, das sind sie. Das sind die. Hey, Kollege. Ja, komm her. Ja. Swordface, Swordface, Swordface. Er trinkt er etwa da? Also die Gehirnzellen waren wahrscheinlich schon ausgestorben. Der ist da ertrunken, Leute. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt kann ich wieder arbeiten. So, ups, komm her. Upsala. Lava gibt es hier wahrscheinlich keine hier oben, oder? Gut, so. Boah, so viele Sachen hier. Was machen eigentlich die Fledermäuse, wenn man sie tötet? Ich glaube, die greifen einen Mann, oder? Also, ich bin nicht sicher, aber... Also, mit töten meine ich jetzt natürlich nicht mit Absicht, sondern
wirklich rein so zufällig. Oh, Entschuldigung, weißt du, so. Was passiert, wenn man dich tötet? Es war nicht mit Absicht, du standst nur im Weg. Okay. So. Ah ja, ich bin ein bisschen wieder ruhig. Ich werde also langsam auch ein bisschen... Bin langsam bereit, um die Aufnahme zu stoppen auch. Aber andererseits, das macht gerade so viel Spaß. Ja. Versteht ihr? Also man ist so... gerade so drin. Ja, dass man einfach sagt, oh... Nein. Was willst du? Ups. Warum ist er so schnell gestorben? Warum ist er so schnell gestorben? Eine Frage. Was hat eigentlich dieser ganze Lapis-Huli eigentlich auf sich? Ist er nur als Farbstoff da? Dann finde ich aber traurig. Ja, denn man könnte bestimmt irgendwas anderes auch machen. Als jetzt nur als Farbstoff zu verwenden. Da geht's weiter. Da geht's weiter. So. So. Okay. Ach, ja. Ich wusste, irgendwas hatte ich doch hier noch vergessen, aber was? Voll entfallen, was ich hier vergessen hatte. Kohle natürlich, Kohle. Kohle. Und nachdem ich... Nein. Nein. Muss ich jetzt... Ich habe kein Holz. Ist ja super. Ich habe kein Holz. Und ich muss hier raus. Nehme das Schwert in die Hand. Und versuche erstmal hier vielleicht, wer weiß, vielleicht finde ich so einen Minenschacht. Ja. Wunschdenken. So einen Minenschacht zu finden. Boing, 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 boing. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch kein Minenschacht. Aber hier schön... Ja, irgendwann mit dem Wasser... Mit einem Eimer Wasser hier. Und dann habe ich diese... Wie heißen die? Obsidian? Aber die habe ich auch in einer anderen Höhle. So viel ich weiß. Okay, wo muss ich hin? Vielleicht sollte ich hier eine Fackel hinstellen. So, in der Ecke. Denn man weiß nie. Ja, ich übe jetzt das langsam wieder mit den Schnellzugriffstasten. Ja, hier sind die Kerle vorhin ein bisschen upsala, gestorben. Moment, hier bin ich noch falsch, oder? Ach nee, hier geht's hoch. Sehr gut. Da geht's hoch. Ja, wenn man sich ein bisschen da die Sachen gemerkt hat. Nochmal hoch. Hoffentlich kommt niemand hier. Hier geht's hoch. So, und dann geht's in die Eier. Also in die Eier, ja, also ins Bett. Upsala. Ist das Tag? Ja, es ist Tag. Es ist Tag. Wir sind da. Wir sind wieder da. Und jetzt schnell alles zurückbringen, bevor es hier draußen noch irgendwas gibt. Komm, 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 komm. Upsala. Upsala. Und wir schwimmen und schwimmen und schwimmen.
Und hier geht's ja ziemlich tief runter. So, wo ist Bello? 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 Was machst du da draußen? Ja, komm. Ja, wow, komm. Na komm. Ja, komm her. Ja, du sollst hier drin bleiben, komm. Wer passt denn sonst auf das Häuschen auf? Ha, komm her. Nein, hierher. Da ein bisschen Fleisch hier. Ja, da bist du. Bravo, Hündchen. Komm, komm. Komm her, komm her. So, ja. Na komm. Komm, Bello, komm. Komm, komm. Komm. Komm, komm. Komm, Bello. Ja, komm her. Der hört nicht. Bello, komm her. Ja. Du bist aber ein komischer Hund. So. Ja, jetzt schnell alles. Womit? In unser Geheimversteck. Lapis Lazuli, Smaragd und Redstone und Diamanten. Oh, keine Diamanten. Keine Diamanten. Das tut so weh. Komm. Ja, das ist unsere Geheimkammer. So. Was gibt's hier noch? Holz, Steine. Ja, jetzt dafür, dass wir einmal gestorben sind, haben wir immer noch ziemlich viele Steine. So, ja, braver, du bist ein braver. So, Kies brauche ich nicht. Den Ofen kann ich, naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind genau die 56. So, Knochen. Die 56. 8x7. So. Hallo? Das sind die Herren. Boah, was hat der da für eine Rüstung an? Seht ihr den? Ich hätte fast Lust, dem die Rüstung abzunehmen. Ja. Okay. Spitzhacken. Oh, muss ich die immer noch aus Eisen machen? Oh. Ja. Ja.